Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rache des Sub. Wir sind jetzt im November und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal Sabrina Mütze, aber ihr dürft mich Mütze nennen. Ich habe schon mal gespiegelt, was wir für ein Video uns gleich anschauen werden. Und zwar war ich letztes Jahr im November, also jetzt krass, ein Jahr ist das schon wieder her, in Amberg am Buchflohmarkt. Der ist da einmal im Monat und ich habe mir voll vorgenommen, nochmal hinzugehen. War ich bis jetzt nicht. Gut für meinen Sub, aber ich habe da echt eine Menge tolle Bücher gefunden und ich muss unbedingt mal wieder hin. Kurz zum Format. Also ich schaue mir jetzt im November alle Bücher an, die letztes Jahr im November bei mir eingezogen sind und habe dann 3 Monate Zeit, die zu lesen. In den Quartalsrachen schauen wir uns dann zusammen an, ob ich es geschafft habe, alle Bücher zu lesen oder nicht. Alle Bücher, die gelesen sind, mache ich einen Haken dahinter, die sind dann erledigt. Und alle Bücher, die ich nicht geschafft habe, die sortiere ich entweder aus oder bekomme noch eine zweite, aber diesmal wirklich allerletzte Chance, um in einer kleinen Dose zu landen. Und sollte ich kein oder nur ein Buch haben in meiner Rache, also quasi nur ein neues Buch zu lesen, dann würde ich mir daraus nochmal ein Kärtchen ziehen. Und ja, wie gesagt, dann hat es dann auch die letzte Chance. Ich hoffe, dass so wenig Bücher wie möglich natürlich ungelesen sind und alle gelesen, weil mein Ziel ist es ja auch, Bücher innerhalb von einem Jahr zu lesen. Warum, wieso, weshalb, habe ich schon oft erklärt. Ich würde sagen, wir starten heute direkt ins Video. Ja, ich liebe Club Mate, man sieht es, ich trinke es immer. Jeden Tag. Bin echt Club Mate-Fan. Gut, ich überspringe jetzt mal ein bisschen meine Eindrücke von Amberg. Wen es interessiert, ich verlinke euch das Video, dann könnt ihr es euch selber nochmal anschauen. Ja, mehr als 10 neue Bücher, na, da bin ich ja mal gespannt. Also ich hoffe auf maximal 3 neue Bücher. Ja, Anna Gavalda, Ein geschenkter Tag, das war eigentlich eine Kurzgeschichte, die sie so in der Form nicht veröffentlichen wollte. Es war so, dass der Verlag zu ihr gekommen ist und gefragt hat, ob sie denn zu Weihnachten für die Clubmitglieder da eine Kurzgeschichte veröffentlichen würde. Und das hat sie natürlich gerne gemacht. Und ja, die war dann so erfolgreich, die wollten so viele haben, dass sie einfach so nochmal Entschuldigung,
im Verlag erschienen ist. Und ja, das muss man sie nehmen. Ich fand sie jetzt nicht so gut. Aber ich lese gerade von ihr Zusammen ist man wenig allein. Und den Roman, da bin ich jetzt so bei einem Drittel. Und den finde ich wirklich gut. Und ja, wenn man halt Anna Gavalda-Fan ist, dann ist das, glaube ich, ein goldiger Zusatz. Aber wenn man noch nie was von ihr gelesen hat, dann ist das echt nicht so der beste Einstieg. Meine ersten Kindergebete, ja, dafür ist mein Kleiner auch noch zu klein, steht bei ihm schon im Regal, aber wir haben tatsächlich bis jetzt, glaube ich, nur ein, zwei Mal drin geblättert. Da ist noch ein bisschen Zeit hin, aber da freue ich mich auf jeden Fall, wenn es soweit ist und wir die entdecken können. Jawohl, das zweite Buch, Siegfried Lenz, Die Deutschstunde, habe ich gelesen, habe ich sehr, sehr geliebt. Das war mein zweites Buch von ihm. Ich habe dieses Jahr auch noch gelesen, So zärtlich war Sulaken. Und das waren wirklich zwei Highlight-Bücher dieses Jahr für mich. Beschäftigen mich immer noch, kann ich vollstens empfehlen. Übrigens, wer sich für irgendein Buch interessiert, dann gibt einfach mal meinen Kanalnamen und den Buchtitel ein und dann werdet ihr auf YouTube bestimmt fündig. Ja. Bier studieren ist, wie schon erzählt, bei mir schon wieder ausgezogen. Nicht, weil es mir nicht gefallen hat. Ich hätte dieses Buch selber gerne behalten, das ist wunderschön. Aber ich habe es einem Freund mitgebracht. Da wusste ich, er freut sich sehr darüber und das ist jetzt bei ihm in die Biersammlung eingezogen. Noch ein Buch für meinen kleinen Piratengeschichten. Auch dafür ist er noch zu klein. Das wartet auch bei ihm schon im Bücherregal. Jawohl, Pumuckl und das Schlossgespenst, das war ein Buch mit mehreren Kurzgeschichten. Das ist ein Buch mit mehreren Kurzgeschichten, habe ich schon gelesen, hatte ich total die Freude dran. Ich liebe einfach Pumuckl und die Geschichten sind genauso schön geschrieben wie auch die Verfilmungen dazu und das kann ich jedem empfehlen. Das sind auch total schöne Längen für einfach mal vorlesen. Ich denke mal, bei Kindern, die so kurz vor der Grundschule stehen oder schon in der Grundschule sind, sind das richtig, richtig schöne Vorlesegeschichten. Jawohl, Moby Dick ist bei mir auch eingezogen in einer schönen Auflage. Da habe ich ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon gesagt, dass das bei mir nicht auf meinem Sub landet. Das habe ich schon vor einiger Zeit mal gelesen und das wollte ich einfach nochmal in einer anderen Auflage bei mir haben. Und das schmückt auch ganz schön hier hinten mein Bücherregal.
Jawohl, Gone Girl von Gillian Flynn. Gott, ich glaube, ich habe selten ein Buch so schnell abgebrochen wie dieses. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ganz, ganz toxisch und ach, ich denke mir, man muss nicht jedes Buch mögen. Das ist bei mir auf jeden Fall schon wieder ausgezogen. Es war nicht mein Fall und ja. Es hat jetzt bestimmt schon wieder jemanden anderen glücklich gemacht, weil im Bücherregal steht schon nicht mehr. Ja, da war so bei Lenkrad. Das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, habe ich aber zumindest schon gelesen. Also ich finde, der Titel ist ein bisschen irreführend. Es geht nicht darum, wie quasi das zustande gekommen ist, dass es den Lenkrad an sich gibt oder wie man quasi die Einheit erfunden hat, sondern geht es eher darum, wie man den Lenkrad bemessen kann, beziehungsweise wie man auf hoher See sicher segelt, sondern der Autor hat darüber geschrieben, wie er rausgefunden hat, wie der Lenkrad vermessen wurde. So. Grundsätzlich ist es eine interessante Geschichte. Es ist wirklich hochinteressant, was sich da für Mythen um den Lenkrad hangeln, was da auch passiert ist, was da auch für Ungerechtigkeiten entstanden ist, auch wie so diese ersten Uhren auf hoher See, H1, H2 und so weiter, wie die entstanden sind, wo man die heute noch finden kann. Und stehen übrigens alle in Greenwich. Also das Thema ist super und da kann ich jedem empfehlen, der da ein bisschen Affinität dazu hat, da mal drüber zu lesen. Aber nicht unbedingt dieses Buch, der soll es vielleicht mal mit einem anderen probieren. Ja, Kinder entdecken einmal unsere Umwelt und einmal wie Tiere leben. Das sind Bücher, da sind viele Bilder drin, aber auch viel Wissen. Die sind wirklich super, die kann ich voll empfehlen. Auch da ist mein Kleiner noch zu klein, aber ich habe sie schon mal. Ich guck mal, ob ich da tatsächlich auch noch mehr aus dieser Reihe bekomme, weil die wirklich toll sind. Und da blättert er jetzt auch schon gerne drin herum. Das sind auch ganz tolle Bilder drin, sehr, sehr liebevoll gestaltet. Und da kann man durchaus jetzt auch schon Wissen vermitteln. Aber diese Bücher sind eher was ab der Grundschule. Ich dachte es mir schon fast. Ingrid Noll, Kalt ist der Abendhauch. Da bin ich auch immer noch der Meinung, diese Covers sind hässlich. Ingrid Noll und Kalt ist der Abendhauch. Ich habe von ihr gelesen, Der Hahn ist tot, und fand ich grandios. Die
Bücher werden immer so ein bisschen als außergewöhnliche Krimis beworben. Ich finde jetzt weniger, dass es Krimis sind, aber es ist genau mein Fall. Es ist viel schwarzer Humor. Das sind Geschichten, von denen man nie weiß, wo sie einen hinführen, mit vielen Wendungen. Man kann sie thematisch immer gar nicht so zusammenfassen. Man muss sich einfach überraschen lassen, auch der Schreibstil. Man muss den so nehmen, wie er kommt. Es ist einfach was ganz Besonderes. Das ist eine ältere Dame, die, glaube ich, erst im Rentenalter oder auf jeden Fall sehr spät mit Schreiben angefangen hat. Und die haut jetzt immer noch ein Buch nach dem anderen raus. Ich hoffe, sie macht das noch ganz lange. Und ja, ich habe mir so vorgenommen, jedes Jahr ein, zwei Bücher von ihr zu lesen. Habe dieses Jahr keins tatsächlich von ihr gelesen, aber zumindest schon mal eins da. Und ja, ich denke, das wird nicht mehr so lang bei mir sein, weil ich die Autoren wirklich sehr, sehr lieb. Und ja, jetzt ist es ja zumindest auch auf meiner Rache des Sub gelandet. So, jetzt gucken wir mal, was noch das letzte Buch ist. Ich glaube, ich weiß es schon. Yeah, der große Gatsby. Wenn ihr auf meinem Kanal öfter unterwegs seid, dieses Buch halte ich ja ständig in die Kamera. Das ist schon damals nicht auf meinem Sub gelandet. Ich hatte damals schon den Gatsby gelesen, aber ich habe ihn dieses Jahr nochmal gelesen und ich fand ihn toll. Ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen. Und besonders diese Schmuckausgabe vom Koppenrad Verlag ist nicht nur wunderschön, sie ist richtig liebevoll gestaltet mit vielen Extras drin und auch mit vielen Randgeschichten beziehungsweise wie das Buch entstanden ist, ein bisschen was zum Autoren und aber auch über das New York der 20er Jahre, also absolute Empfehlung von mir. So, tatsächlich von 10 Büchern ist nur eins übrig geblieben. Das heißt, ich hole das Buch, das übrig geblieben ist, und auch mein kleines Schälchen und dann werden wir noch eins ziehen. So, da ist das Teil, wie angekündigt, nicht gerade hübsch, aber das macht gar nichts. Ingrid Noll, Kalt ist der Abendhauch. Hier hinten steht drauf, sehr unterhaltsam, raffiniertes Erzählen. Ja, und das ist einfach auch Ingrid Noll. Selbst wenn man hinten drauf nachliest, um was es geht, ist man meistens nicht sehr viel gescheiter. Es geht um die 83-jährige Charlotte und Hugo, ihr Schwager, der kommt zu Besuch. Und für den hat sie Zeit ihres Lebens eine große Schwäche. Und da war wohl mal was vor einigen Jahren in Italien in einem Urlaub. Ja, mehr steht nicht hinten drauf, aber das braucht man bei Ingrid Noll auch gar nicht, sondern es ist viel besser, sich da überraschen zu lassen, einfach in die Geschichte fallen lassen und Spaß haben. Ja, das ist Ingrid Noll und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Wie angekündigt, mein kleines Schälchen. Wir haben das letzte Mal in der Quartalsrache 5 oder 6 Titel rein, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und weil es jetzt eben nur ein Buch war, ziehe ich noch eins, damit ich keinen richtig uralten Sub auf Dauer aufbauen kann. So, dann schauen wir mal. Harlem Shuffle. Ich hole es mal und zeige es euch. So, also Harlem Shuffle lege ich mal in das Buch Harlem Shuffle von Colson Whitehead. Das ist ein Gangsterbuch der 60er Jahre aus New York und es geht um Gangster, Zuhälter, Hochstapler, Schießwürdigen und Strippenzieher, also alles, was so ein guter Gangsterfilm braucht. Und auch hier liebe ich dieses Cover mit diesen alten Autos aus New York. Es wird mit Sicherheit in Harlem spielen. Und ach, ich weiß nicht, warum ich es noch nicht gelesen habe. Er schaut so toll aus und hört sich so, so gut an.
Und ich glaube, das ist ein richtig gutes Buch jetzt noch für den November. So, das war es dann mit der Rache für November. Wenn ihr eins der beiden Bücher schon gelesen habt, dann sagt mal, wie ihr das fandet. Habt ihr denn schon mal was von Ingrid Noll gehört? Wenn ja, würde mich das auch super interessieren und könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, was dann mein nächstes Buch sein soll? Ich würde mich ja freuen, wenn wir so einen kleinen Insider Ingrid Noll Fanclub gründen, weil ich bin echt Riesenfan von der Dame. Und ja, hat mir wieder voll viel Spaß gemacht. Dieses Format ist einfach ein locker flockiges Format, was ich sehr, 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 sehr gerne drehe. Schneiden nicht so gern, aber drehen. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss!